Das ist wieder so. Oh Mann. Die Dollbohrer. Guck mal, wie geschickt das Dach ist. Geschickt, hä? Das ist getigert. Das ist jetzt modern. Das ist gescheckt? Stopp, hinlegen. Da hinten läuft ein Lieder. Was, wo? Der ist gerade hier hinter dem linken Haus, ist er gerade hinterm Zaun verschwunden. Ich habe mich nämlich gewundert, warum der etwas ganz gemütlich und langsam läuft und er hat den roten Anzug an. Also muss das ein Lieder sein. Ist jetzt auch so eine Reichweite. Oh, da ist noch einer auf dem Feld. Und noch einer. Oh, da sind ganz viele. Alter! Jetzt sehe ich die auf einmal alle. Das sind mehr. Oh, da hinten ist auch ein Deerstand. Ich gehe mal zurück hier in das kleine Waldstückchen. Dann schaue ich mal, ob ich näher rankomme. Ohne, dass sie mich wegschießen. Aber wieso sind denn da so viele? Alter. Da vorne ist noch einer. Ja, es sind drei Stück. Wie ich bis jetzt gesehen habe. Ich gehe mal schön von der Seite ran und dann schieße ich ihn weg. Die brauchen mit deiner Waffe bestimmt ein, zwei Schüsse im Kopf. Meinst du? Ja, die NPCs in Origins sind ja auch immer was stärker. Der interessiert sich nicht. Ha! Wow, wow, wow! Da kommt ein Zombie in deine Richtung, Achtung. Ich bin hinten aus dem Wald raus, weil die haben doch ein paar Mal sehr scharf an mir vorbeigeschossen. Oh ja, jetzt rennen sie auch rum. Super. In unsere Richtung, oder? Nee, weg. Die formieren sich jetzt, glaube ich, taktisch. Ich komme mal wieder an dein Eck. Der läuft in den Wald. Weg? Ja, aber der guckt nach hinten die ganze Zeit. Zu uns. Jetzt ist er hinter das Haus gelaufen, wo auch der andere war. Wo schießt denn der? Nee, ich hab gerade auf einen Zombie geschossen. Ich geh mir mal die Leiche vom NPC anschauen. Ja, mach das. Ja, hältst du das da drüben im Auge? Ja, da gibt's nichts mehr zu sehen. Die sind jetzt alle hinter dem Haus. Ich versuche mal rumzugehen. Aber die Zombies rennen halt hier ziemlich aggro rum jetzt. Ich habe jetzt bloß Angst, dass wenn ich mich dort näher, dass die mich da wegschießen. Ja, ruhig bleiben. Ja, ich merke gleich, ob sie schießen oder nicht. Die haben sich formiert. Stehen vorne an der Straße. Ich packe mal mein Fernglas aus. Ein grüner, zwei rote, ein schwarzer. Also im schwarzen Anzug. M4A1, eine Stanag, ein Medikit und eine Uhr. Da ist einer aus dem Haus rausgekommen, ein roter, pass auf. Oh, hinten durch den Wald kommen sie auch.
Links aber da vorne ist einer. Ja, aber wie gesagt, im Wald sind ganz viele noch. Jetzt kommt der Zombie. Zu mir? Ja, auf der Straße. Pass auf, die NPCs, ich sehe sie da hinten, sind im Wald. Im Wald? Du siehst doch bestimmt, ja, du siehst doch gegenüber von dem Haus, von dem Roten, was da vorne als erstes kommt hier, das ja. Rechts, ne? Gegenüber im Wald sind die drin und kommen langsam hier rüber gejoggt. Unsere Richtung. Dann gehe ich mal wieder ein Stück weg. Die haben halt Zombies im Sack. Jetzt kommen sie gleich raus aus dem Wald. Ja, und schießen auf mich. Die haben gerade einen Busch zerstört. Ja, da war ich drin davor. Nee, da vorne am Haus, meine ich. Ach so. Siehst du sie? Nee, noch nicht. Die lanzen gerade da raus mit ihren Köppen. Da vorne bewegt sich was, ja. Ist. Oh ja, du hast einen getroffen. Der legt sich hin. Tot. Der Rote legt sich auch hin. Ich muss nachladen. Das Beste an deiner Waffe ist, dass du sie zeroen kannst. Boah! Was? Da steht plötzlich ein Zombie vor mir. Und ich bin halt in First Person gegangen, weil der Busch ständig im Weg war. Junge. Der fällt nicht um. Fuck you, jetzt blute ich schon wieder. Schießt du? Ich hasse diese Waffe, die ich hier habe. Jo, das ist er down. Ist im Wald noch einer? Nee, ne? Der Schwarze müsste irgendwo noch sein. Ich glaube, ich sehe ihn, warte. Mein Fernglas wird mich aufklären. Nee, das ist ein Zombie. Ich gehe mal rüber, warte. Nee, der Schwarze liegt dort tot. Den habe ich vorhin weggeschossen. Da wurde geschossen. Oder bist du das? Ich bin das nicht, ne? Oh, die rennen alle auf dich zu. Alle NPCs. Wow, wow. Jo, oh, 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 hier sind einige. Ah, Mama. Nein. Was? Das ist schon wieder DMR. Alter, die schießen hier. Das sind ganz viele. Im Wald? Ja, im Wald, Wiese, was auch immer. Ja, die sind gerade aus der Stadt, sind sie plötzlich losgerannt und sind in deine Richtung. Und dann habe ich. Nee, die sind von der Wiese hergekommen. Okay. So, ich bin jetzt hier wieder zurück an dem Haus. Wo du den anderen erschossen hast. Mhm. Alter! Hm? Ah, die haben voll auf mich geholzt. So, tschum, tschum, tschum. Ich sehe hier einen. Ach, das bist du. Jetzt hätte ich beinahe auf dich geschossen. Ich hab doch gesagt, ich bin hier wieder am Haus. Ja, ich hab gedacht, du meinst ein anderes Haus. Na, hier, wo du den erschossen hast, da. So. Ist auf jeden Fall Achtung, schon vorne auf der Achtung, vorne auf der Straße sind drei. Zwei nur noch.
Machst du das? Ja. Alter! Na komm. Geht doch. So, der Rote ist tot. Jetzt müssen wir irgendwo der Schwarze. Da ist der Schwarze. Da war der Schwarze. Nice Bandit Kill, Bloki. Jawohl. Badabadam. Ich komm mal mit. Die Base rüber. Firefly ist unsere Basis, ja? Keine Ahnung. So. Sehr gut. Jetzt haben wir die schon mal weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier links im Wald war nämlich ganz viel noch. Die Frage ist, wollen wir das Risiko eingehen und da wirklich rein? Wobei, wir müssen da rein. Naja, wir können nach vorne rumgehen. Ja, nicht, dass die dann plötzlich aus dem Wald stürmen. Da kommt wieder einer angerannt. Wo? Hinter der Tanne. Wo bist denn du? Da, im Busch hockt er. Ich gebe uns mal Rückendeckung, nicht dass sie hier hinten rumkommen. Okay. Ach, die Schwarzen sind die Leader. Leute. Das ist ein Immortal Zombie wieder. Zombie ist tot. Und der auch. Okay, ich renn mal. Ich komm hinten rum. Bist du schon in den Wald rein? Ja. Huch, sehr tannig hier. Gott sei Dank. Ja, nee, nicht, dass ich hier direkt einen in die Arme lauf. Hattest du hier nicht den letzten erschossen irgendwo? Mhm. Die Meldung. A Rookie AI Bandit Leader was killed by player Chupa. Sorry for Caps. sorry Caps. Das ist so gut. Ja. Oh, ich stehe direkt 2 Meter neben einem. Gott sei Dank. Ich bin. Ja, ist genau das passiert, was du auch nicht wolltest. Ich bin aus der Tanne raus und da stand er direkt vor mir. Direkt vor mir ist einer. Mit Schild. Oh, warte mal, ich kann seine Klamotten klauen. Wie geil ist das denn? Direkt vor mir war einer. Mit Schild. Sauber. Ich nehme mal kurz ein Medikit. Ich habe eine Hamas-Suit. Oder Hazmat. Wie geil ist das denn? Ob die dann nicht auf einen schießen? Keine Ahnung. Ich werde jetzt jedenfalls mal hier an den Waldrand gehen. Und ich wechsle mal die Waffe. Hier ist keiner mehr. Weil ich möchte mir die Leichen anschauen. M16A4, Standard G36 Magazin trinken. G36. Ah, das gefällt mir schon, dass es hier so NPCs gibt, gegen die man nochmal battlen kann und die nicht gerade so ohne sind. Zumindest am Anfang. Ich finde es lustig, dass die sich teilweise formieren und zurückziehen. Ja, das ist halt schon. Bist du im Wald? Ja, ich gehe gerade zur Leiche.
Was haben wir denn hier? M16A4. Ah, ich habe keine. 36 Magazin. Ja, ja, ich habe Stanax. Das reicht schon. Ja, alles wichtig ist, dass ich auch eine Map habe. Hier ist eine AKM mit 4 Magazinen nochmal. Ja, ja, das ist meine. Ach so. Ich habe mir die G36 genommen. Du warst schon hier? Ja. Du bist da eine. Warst du schon drüben bei den Roten? Bei dem hinter uns, ja. Ich meine hier. Ach so, nee. Da hat er das Schild. So eine normale M4A1. Auch mit Stanag. M4A1, Stanag. Na, was ist das? Ich gehe hier nochmal. Oh, hier liegt noch ein grüner. M14 LRT mit einem Magazin. Lol, du bist gelb. Wie unauffällig. Soll ich mal gucken, wie ich ausschaue? Mach mal. Auch gelb. Ich glaube, den behalte ich mal an, aber meine Kleidung behalte ich. Was? Siehst du was? Ne, ich gucke mir nur gerade an, was der hier alles hat. Auf jeden Fall hat er einen Kompass. Meine Waffe hat jetzt einen lustigen Namen. Hm? M4A1 FL ACOG SD. Ich habe mir eine Flashlight dran gemacht, ein Silent-Ding vorne drauf und ein ACOG-Visier drauf. Wenn ich jetzt neben dich schieße, pass mal auf, bleib mal stehen. Ja, hört man nicht. Oder? Nur halt. Pssu. Vorsicht, das da vorne steht einer. Wo? Wo? Auf der Straße. Direkt vor uns? Nee, schräg von uns. Ja, ich treffe halt gar nicht. Ich weiß halt nicht wo. In die Richtung, wo ich schaue. Hallo, wie oft denn noch? Was siehst denn du da einen? Die da so eine Kurve macht nach rechts, oder was? Da, der liegt dort. Boah. Ich brauche halt Infos, sonst musst du es halt. Der liegt dort vorne, ja, an der Straße. Direkt auf der Straße liegt der. Nur, der scheint schon tot zu sein. Ich schieß in den und jedes Mal spritzt Blut, aber dann passiert nichts. Ey, ich seh's halt nicht immer, keine Ahnung. Der muss tot sein. Ich weiß nicht, was du da siehst. Komm hierher. Und schau auf die Straße. Da steht er auf. Da steht er auf. Hallo? Jetzt! 15 Mal! Ich glaube, ich gehe wieder rüber und wechsle die Waffe. Das kotzt mich an. Ein toter Fuchs. Ach nee, ein Wildschwein. Ich sag gerade aus wie ein Fuchs. Ja, du musst auf die Distanz natürlich auch ein bisschen höher zielen, ne? Ist klar. Ich treffe ihn aber. Es ist blutgespritzt. Naja, wenn du halt irgendwo sonst wo triffst.
Nee. Aber da habe ich auch eine Rauchgranate gesehen. Ja, die hat er geschmissen. Wie viele Plätze braucht eine Waffe? 10. Denk dran, dass du die Muni noch hast, die verschwindet, wenn kein Platz ist. Da sind ganz viele hinten noch NPCs. 2 rote, ein grüner. Aber ich ziehe mich jetzt wieder um. Hast du geschossen? Jo. Where are you? Im Kenny. Hintereingang. Da hinten sind 3 Typen noch. Wo hinten? Kommt zu, ja, die kommt zu der Flare, die der geworfen hat. Ah. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Visier funktioniert. Ich mache gerade ein paar Probeschüsse so auf die. Da vorne ist eine Schule. Ich gehe aufs Schuldach. Ah, ich habe getroffen. Gut, jetzt weiß ich, wie weit ich schießen muss. Zack. Und der andere liegt da noch drum rum. Zack. Range rausbekommen. Oh, da hinten ist noch einer. Range rausbekommen und mit einem Schuss im Kopf ist er weg. So, dann machen wir da noch einen. Der ist aber weiter hinten. Da hinten ist ein Jeep. Das wird wohl der Jeep sein, ne? Ah, Mist, jetzt ist er in dem Baum. Da hinten läuft noch ein Roter. Ja, ja, der ist gerade für mich aus meiner Sicht. Der ist hinter so einem Baumbusch gedönt. Oh, der ist viel zu weit weg, den kriege ich nicht erschossen. Ja, ich muss auch mit meinem untersten Mildort schießen hier. Bist aber du. Ja. Wo ist er denn? Ist er ein Hütchen oder was ist das? Der ist an seinem Begrenzungspfahl. Ich sehe ihn halt gar nicht mehr. Jetzt hat er eine grüne Flare geworfen, okay. Ich zieh mal wieder mein Ghillie an, das ist mir zu blöd mit dem gelben Ding. So, Fernglas raus, Jeep im Arsch, Reifen fehlen. Wo ist denn der Jeep überhaupt? Rechts neben dem Uldi ist eine große freie Fläche und dort am Waldanfang steht er. Ach so. Und wo ist der Uldi? Ist das der, wo ich war, oder? Ja, das ist der Einkaufsmarkt halt dort. Den kenn ich. Ah, ich sehe den Typ wieder da hinten. Ich nicht. Sobald sich mein Typ ausgeatmet hat, gebe ich mal einen Schuss ab. Was wird das sein? 500 Meter? Ich
Beruhig dich doch mal, Junge. Ich schieß die ganze Zeit gegen dieses scheiß Vorfahrtsschild. Okay, jetzt. Der, so weit kommt meine Waffe nicht. Der ist zu weit weg. Ich muss da näher ran. Okay, ich schau mir mal schnell die Schule an. Der wird mich ja wohl jetzt nicht erschießen, oder? Ist jetzt vorrennen. Makarovs? Ich Makarovs. Aber hier ist alles leer in der Schule. Scheiße, der zielt auf mich. Schön bleibt, bin ich im Arsch, hä? Ich komme mal von der rechten Seite. Stirb schon, komm. Scheiße, ich finde nicht. Geh kaputt hier. Lang hält er nicht mehr durch. Jetzt hört er mal auf zu wackeln. Jawoll. Ja, jetzt wo ich ihn gefunden habe. Ja, das Gewackel musst du nur aufhören. So, dann gehen wir nochmal zu den Leichen. Also Gier ist leer. Fahren würde er auch nicht. Hup mal. Hup mal. Ach ne, ich seh dich. Ich weiß, wo du bist. Ah ja. Lol, sind die schon despawned? Ne, da. Aber wo ist denn der, den du hattest hier? Da laufe ich gerade drauf zu, das ist der Schwarze hier. Ach, der ist weiter vorne gewesen. Oh. Alter. Ich bin hier bei uns eigentlich nicht für Snipern zuständig. Leute, der schnitt hier mehr. Boah. Hallo. Nicht die dir mehr. Oh, fuck you.
Meine Fresse. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so. Der kriegt jetzt erstmal alle meine Sachen. Dann hole ich hier die DMR raus. Kommt in den Rucksack. Oh, currently Hazmat ACU West G36 is not supported by the Steel Skin Script. So, halt euch bei DML. Ich freue mich. So, wo war denn der Penner jetzt hier? Komm schon, aus der Katze an, denkt sie, du willst sie streicheln. Ja, die Sport. So, und wo lagen die anderen Idioten? Ganz hier hinten, wo ich bin. Alter, wie weit die weg waren, ey. Das war echt das Limit von der. Hier ist eine G36A. Naja, die habe ich hier anstecken. Military Style. Oh, mit Laservisier. Dies packe ich doch mal ein. Wieso kann ich denn jetzt auf einmal meine Waffe wieder nicht modifizieren? Jetzt geht's wieder. Boah, ich kann das Laservisier hier sogar drauf machen. Wie funktioniert das jetzt? Wie macht man das Laservisier an? Wenn du wenn du die Waffe ausgerüstet hast, geteilt drücken. Dann wechselst du das Visier meines Wissens. Hast du es geteilt? Meinst du jetzt auf ein Numpad oder was? Ja. Dann habe ich Kilme und Korn, aber nur. Das wusste ich auch noch nicht. Ich bin ja vollkommen unentschlossen. Soll ich die zweite Waffe mitnehmen oder soll ich sie stehen lassen und dafür Essen und Trinken mitnehmen? Jetzt habe ich ein Reflexvisier drauf. Ich habe hinten bei den Typen ganz viel von meinem Essen und Trinken reingetan. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ja, wir müssten halt einfach mal essen, einmal trinken. So ein Megapack finden, das wäre es halt. 40 Slots. Da habe ich jetzt ja gar nicht geguckt. Das Handle ist einfach nur so ein Handle. Oder was?